Herzlich willkommen zu einem neuen fruchtigen, pflanzlichen Food Diary von mir. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir haben schon die Blaumänner an und haben schon gearbeitet und jetzt habe ich richtig Hunger. Wenn ich Hunger bekomme, dann will ich essen. Also ich kann da nicht warten. Also so Diät oder so wäre gar nichts für mich. Ich will immer so viel essen, wie ich will. Und ja, ich will nicht Kalorien zählen oder so. Ich mache uns jetzt erstmal einen schönen Shake. Heute ist hier in Ungarn richtig heiß. Wir kriegen 27 Grad. Und wir arbeiten draußen und dann ist das super, damit wir genug Flüssigkeit zu uns nehmen. Ich habe jetzt hier schon Datteln reingemacht. Ich habe die nicht gezählt. Die sind im Wasser eingelegt und ich habe da, ich schätze mal, 15 bis 20 Stück reingemacht. Und zwei Paranüsse. Normal würde ich auch Leinsamen reinmachen, habe ich aber nicht mehr. Müssen einkaufen gehen. Und wir gehen erst nächste Woche wieder einkaufen. Oder Sonntag wollten wir einkaufen gehen. Ich weiß es nicht mehr genau. Mache ein bisschen gefiltertes Wasser da rein. Das ist einfach Leitungswasser, welches wir durch unseren Sawyer Mini Wasserfilter schütten. Den haben wir von Amazon gekauft. Ich werde immer danach gefragt, deswegen erzähle ich es direkt dabei. Und dann, so sieht der aus. Den können wir halt mitnehmen, wenn wir auf Reisen sind, im Wohnwagen. Der Sawyer Mini, so wird es geschrieben. Genau. Und als erstes wird das jetzt gemischt. Ich suche nur den Deckel, damit mir das hier nicht rausspritzt. Das ist die Base, die ist jetzt gemischt. Ich habe 5 kleine Bananen heute reingemacht und ungefähr 400 Gramm Tiefkühlgemüse. Diese Schüsseln sind aus dem Action und die sind ungefähr 400 Gramm. Ich habe heute hier rote Früchte. Das ist so eine Mischung aus Johannisbeeren, Erdbeeren, Kirschen, Himbeeren, also sämtliche rote Beeren-Mix. Ist super gut für unser Herz-Kreislauf-System und räumt uns die Arterien auf, so sagt man. Könnt ihr auch immer nachgoogeln, wenn ihr das genauer wissen wollt. Und Ananas, das war jetzt die letzte Ananas. Wir müssen unbedingt neue Tiefkühlfrüchte kaufen. Und das gebe ich jetzt nach und nach da rein. Das klackert ganz schön laut, aber das ist der Klarstein 3G. Der hat damit überhaupt keine Probleme. Ich halte den immer nur gut fest, weil ich Schiss habe, dass der durch die Wucht einfach so bumm abknallt. Ich zeige es euch mal eben, was ich meine. Ob das, ja. Freude immer am Morgen. Ich trinke den so gerne. Nächste Woche fahren wir mit dem Wohnwagen weg. Dann gibt es wieder Müsli zum Frühstück. Hm. So süß, so fruchtig, so schön erfrischend und kühl. Hm. Ich wollte jetzt schon mal Mittagessen kochen, einfach, dass es vorbereitet ist. Ich entschuldige mich für den Baulärm. Was hier passiert, seht ihr auf dem Hauptkanal heute Abend im Daily Vlog. Ja, was koche ich hier? Ein Mischmasch aus allem. Wie gesagt, wir fahren nächste Woche mit dem Wohnwagen weg und verbrauchen so ein bisschen auf. Ich mache so ein Curry mäßig. Da mache ich Kartoffeln rein, Zwiebeln. Das sind Tiefkühlbohnen. Und Tiefkühlbrokkoli, das schnibbel ich jetzt alles, ein bisschen Möhren. Nebenbei wollte ich noch so einen rote Linsenaufstrich machen fürs Brot, der ist nämlich leer. Kokosmilch, passierte Tomaten und hier habe ich schon mal Basmati-Reis eingeweicht in Wasser. Man sagt ja, man soll den auf jeden Fall gut waschen, weil der Arsen belastet ist. Ich habe mich damit nie näher befasst, ich wasche den halt. Wenn ich es schaffe, so wie jetzt, lege ich den vorher ein und dann wasche ich den so lange, bis dieses Wasser hier fast klar ist. Und dazu mische ich noch so ein bisschen Wildreis nachher. Der braucht 35 Minuten zum Kochen und der Basmati 10 Minuten. Deswegen koche ich das erstmal getrennt. Ich schnibbel jetzt alles. Ich koche noch nicht, Livia. Ich schneide noch. Und wenn ich gleich koche, dann hilfst du mir mit. Und dann holen wir auch die Kamera wieder dazu. Als erstes werden jetzt die Zwiebeln erstmal im Wasser angebraten, bis sich Röstaromen entwickeln.
Hier geht es jetzt los. Die Röstaromen entstehen. So will ich das haben. Und bevor das zu viel wird, gebe ich dann immer einen Schuss Wasser hinzu. Und so kann ich dann auf Öl verzichten. In der Infobox habe ich euch Filme verlinkt. Diese könnt ihr gratis auf YouTube schauen, warum wir auf raffiniertes Öl und auch unraffiniertes Öl, jegliches Öl, was extrahiert ist aus der ganzen Pflanze, verzichten möchten. Natürlich gibt es bei uns auch immer Ausnahmen, wenn wir mal essen gehen. Ich esse auch mal Pommes oder auch mal Schokolade oder auch mal Chips, aber generell nicht dieses alltägliche, dass man es immer in der Ernährung drin hat. Kartoffeln, Möhre und Paprika dazugeben. Und hier habe ich jetzt schon zwei Zwiebeln und Paprika, die ich anbrate nebenher, weil ich ja hier unseren neuen Linsenaufstrich machen möchte. Das ist total variabel. Da könnt ihr auch Möhren reinmachen oder Auberginen, Zucchini. Da könnt ihr alles so auch als Resteverwertung nehmen, diese Aufstriche. Das Schöne daran ist, die kann man immer auch als Pastasoße benutzen oder als Reissoße. Und da hat man immer was Gesundes und Schnelles da, wenn man mal keine Zeit hat zum Kochen. Der hält sich, wie lange hält sich der Aufstrich? Also eine gute Woche im Kühlschrank, würde ich sagen. Wir hatten uns im Lidl diese Trüffelpaste geholt, weil, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wir haben früher immer diese Salami mit Trüffelgeschmack gegessen. An der Fleischtheke gab es die und die war so lecker. Und ja, wir hatten im Restaurant Hans im Glück, hatten wir einen Burger probiert mit Trüffelsoße und das hat uns so daran erinnert und deswegen sind wir auf den Geschmack vom Trüffel gekommen. Wissen aber nicht so recht, wie wir das jetzt so integrieren sollen. Das Glas hat 7 Euro gekostet. Das ist keine reine Trüffelpaste. Das ist mit Pilzen und keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent da Trüffel drin sind, 12%. Und das schmeckt so intensiv nach schwarzen Trüffeln. Ich habe jetzt einfach mal 2 Teelöffel hier reingegeben in unseren zukünftigen Aufstrich. Und ja, schmeckt das nachher nochmal ab. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, das passiert mir total oft. Ich will für 2 Tage kochen und dann muss ich umfüllen, weil es einfach nicht mehr passt. Die Trüffelsoße schmeckt so, also der Aufstrich eher gesagt, schmeckt super geil. Ich habe noch 1 Teelöffel dran gemacht. Also es ist ein bisschen hochpreisiger. Ich würde sagen, mit dieser 6-7 Euro Dose könnte man 4-5 Mal Trüffelaufstrich machen. Diese Menge. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt diese Salami kaufen würde, die ist ja auch teuer. Und ja, von daher, manche Sachen sind halt einfach teurer. Und die kann man sich ja mal zwischendurch gönnen. So, jetzt geht's ans Würzen. Ich entscheide mich heute für Curry, schwarzen Pfeffer. Also das ist einfach frei nach Schnauze gekocht. Ne? Das dient einfach nur zur Inspiration für euch. Salz habe ich schon dran gemacht. Ich habe hier so ein unraffiniertes, unjodiertes, grobes Salz. Das nehmen wir mal zum Kochen, weil sich ja durchs Kochen auflöst. Und dann nehme ich Paprika edelsüß. Wie gesagt, Salz habe ich schon dran. So, genau. Und den Aufstrich, den habe ich gesalzen bis jetzt. Der ist jetzt auch fertig soweit. Ich lasse den jetzt ein bisschen abkühlen. Mama, Kakao. Kakao möchtest du? Ja. Murphy, ist das dein Ernst? Ja, es ist dein Ernst. Eigentlich zeigen, was ich mache, aber das Gras ist zu hoch. Und zwar hatte Bernd mit den Kindern hier Salat gesät und den können wir schon ernten. Und das mache ich gerade. Das ist, glaube ich, ein Pflücksalat. So sieht das aus. Wir haben da extra ein Gitter drauf gemacht, damit Smurfy das nicht umbuddelt. Also hier entlang. Und der wächst immer wieder nach.
Ich habe mir jetzt einen Salat zum Mittagessen gemacht. Einfach das, was ich geerntet habe, mit roten Zwiebeln, Gurke, Tomate und ein paar Kichererbsen. Das Dressing ist aus Hanfsamen, Datteln, Senf und Zitronensaft. Und das ist das Mittagessen. Der Wildreis ist leider noch nicht fertig. Wir hatten den Elektriker hier und der hat Strom ausgestellt. Und das dauert jetzt zu lange, bis er kocht. Bis er gekocht ist. Bohnen, ne? Lecker. Genau. Und in den Basmati-Reis habe ich einfach ein bisschen Kurkuma reingemacht. Dann ist der so gelb gefärbt. Hier ist gerade was. Und zwar ist das Zartbitterschokolade. Vegane. Oh, mit dem Hundehaar. Das ist die einfache, günstige Zartbitterschokolade. Ich glaube aus dem Aldi oder so. Müsst ihr mal gucken. Die ist meistens vegan. Und die haben wir im Backofen bei 60 Grad für 10 Minuten geschmolzen und dann Salzstangen reingemacht. Und davon esse ich jetzt so ein kleines Stück hier. Dieses Salzige und Süße, das schmeckt sehr, sehr, sehr lecker, finde ich. Ich wollte euch mein Abendessen zeigen. Ein großes Glas Wasser dazu. Ich habe mir heute eine Scheibe Zitrone reingemacht. Super geil. Und zwar, also ist geil mit dem Wasser, ich mag das gerne. Ich habe mir Porridge gemacht. Ich wollte euch das eigentlich beim Kochen zeigen, habe ich vergessen. Also es ist... Das sind kernige Haferflocken und ich habe da Vanillezucker reingemacht. Ich wollte euch den mal zeigen. Das ist nämlich der von Dr. Oetker und normalerweise haben wir immer den günstigen Vanillezucker. Und den haben wir noch aus unserer Krisenvorsorge. Den hatte ich mal gefunden. Oder mal gefunden, aber das ist Herr Bourbon Vanillezucker und der schmeckt so geil. Also in so Sachen wie jetzt hier dem Porridge schmeckt das so lecker. Also ein ganzes Tütchen davon habe ich reingemacht. Ich habe das nicht gewogen, einfach alles reingeschmissen. Dann habe ich, wir legen ja immer Datteln ein für unseren Shake. Und dieses Wasser habe ich da reingemacht, genauso wie noch anderes Wasser, Leitungswasser. Dann habe ich einen Greyburn-Apfel geschnibbelt, damit reingegeben. Und ein paar Tiefkühlsüßkirschen und ein Teelöffel Zimt. Und ich glaube, das ist alles. Dann habe ich das so schön ein paar Minuten köcheln lassen. Und das ist jetzt eine ganze Schale mein Abendessen. Da hatte ich so richtig Lust drauf. Manchmal mag ich so gerne Porridge. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Genau. Und ich wollte jetzt das Video beenden. Das Food Diary. Also vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis morgen in alter Frische. Tschüss.